Wunderschönen guten Abend, werte Freunde der Expertenrunde. Wir machen eine wundervolle Expertenrunde diesmal mit dem Thema die Gesänge, die wir gut an der Video fanden. Rick hat gesagt, ich muss die Begrüßung schneller machen. Nein, das war nur die falsche Folge. Das war nur beim Speedrun. Das ist. Was kannst du eigentlich? Wir machen ein Debüt in der Expertenrunde. Jetzt hättest du es eher langsam machen müssen, damit wir das ein bisschen strecken. Damit, ich wollte gerade sagen, hoffentlich zieht er das lange, dass wir das Video lang kriegen. Aber nein. Wir hätten Expertenrunden, die 5 Minuten lang sind. Oh, wie früher, okay, ist das egal. Wie früher, ja, wo wir die nur 3, 4 Minuten. Jetzt nehmt ihr aber schon zu viel von unserer Meinung vorweg. Ruhe, lass mich das Konzept erklären. Wir haben zum ersten Mal jetzt einen Zweiteil bei der Expertenrunde, nämlich werden wir heute drüber reden, was für Dinge. Ich meine, die Wii U an diesem Punkt, sie ist relativ tot und die Switch, sie klopft förmlich an unsere Haustür schon fast. Dementsprechend können wir da auch nochmal ein Stück weit reflektieren. Und zwar wollen wir heute drüber reden, welche Dinge wir an der Wii U vermissen werden. Nenn es bitte nicht vermissen nicht werden, weil das ist schwierig, weil ich werde meine Wii U dann nachher noch haben. Außerdem, die wir gut finden. Die wir gut finden. Ja, so finde ich es besser. Und so finde ich es tatsächlich besser. Du kannst hier nicht die Switch erwähnen, Leute reisen auseinander, weil wir noch keine Dinge darüber gemacht haben. Kannst du nicht einfach die Switch hier haben? So gemacht, als sie angekündigt wurde. Haben wir? Ja. Haben wir die hochgeladen? Ja. Dein Gesicht war im Thumbnail. Oh, ja, mein Gesicht ist öfters im Thumbnail. Mein Gesicht ist öfters im Thumbnail, das zählt ja nicht so, mehr. So, und beim nächsten Mal reden wir drüber, was wir an der Wii U scheiße finden. Das wird ein längerer Part. Ihr könnt euch denken, welche von beiden Folgen länger wird. Oh, gut, Dinge, die wir gut finden. Mir ist nichts eingefallen, einer von euch weiß nicht. Moki wollte das Ich fang wohl an. Ich liebe das Wii. Jetzt hör auf, du nimmst schon den nächsten Part vorweg hier gerade. Moment. Was ich persönlich am meisten an meiner Wii U schätze und auch am meisten genutzt habe, ist die Tatsache, dass die Wii-Spiele in 1080p wiedergibt. Yay! Das beste Feature drauf spielt. Überhaupt. Das Ding ist halt wirklich, ich habe, also die meiste Spielzeit auf diesem Gerät habe ich mit Wii-Spielen verbracht. Es ist einfach so. Ich kann es nicht anders sagen, keine Ahnung. Und tatsächlich mag ich dieses Feature auch. Und das werde ich auch in Zukunft weiterhin nutzen, da die Switch mir dies ja nicht bietet. So. Ende. Nicht so. Ja. Hallo, ich bin Ricky und ich mag die Wii U. Hallo, Ricky. Weil das Gamepad kann man mit auf Klo nehmen und kann da Spiele spielen. Ich nicht. Die Reichweite reicht nicht bei mir bis zum Klo. Ja, für mich reicht's auch tatsächlich. Ich kann das auch machen. Das ist tatsächlich. Das ist, ich würde es auch nicht machen. Das ist das einzig Gute. Ich habe ein richtiges Tablet. Und früher habe ich das immer benutzt, das Gamepad. Ich habe immer, geil, so ein bisschen YouTube drauf gucken, ne? Ist scheiße. Mein Gott, ne, das ist jetzt. Boah, stell ich mir das ranzig vor. Also, habe ich aber auch mal gemacht, als ich meinen Fernseher neu hatte und ich hatte noch kein langes HDMI-Kabel, damit ich meinen PC am Fernseher anschließen kann und ich kann auch nicht mehr Fernsehen schauen, weil ich habe keinen Receiver oder so eine Scheiße. Brauche ich nicht. Da habe ich dann auch die Wii U verwendet dafür für Netflix oder YouTube. Und YouTube-Videos sind ganze 480p und 30 FPS, also. Ich wollte gerade sagen, weil auf dem Gamepad-Screen hast du ja nur 480p, das bedeutet 480p. Nein, das war nicht Gamepad, ich hatte es schon am Fernseher angeschlossen. Ja, das habe ich mir gedacht, aber bei Rikis Klo-Geschichte jetzt. So, aber ja. Zum Klo habe ich tatsächlich auch was zu sagen, das nutze ich ja auch gelegentlich. Wenn ich zum Beispiel im Stream Mario Kart 8 spiele, in einem Turnier und nicht rausfliegen will und ich dann auf Toilette gehe, dann spiele ich da währenddessen weiter. Das Blöde ist nur, jeder weiß dann ganz genau, wann du dies und jenes auf dem Klo machst. Das ist ein bisschen unangenehm. Wenn du den Arsch abwischst. Sozusagen. Ich wollte es nicht aussprechen, Ricky. Aber jeder weiß es dann. Weil in der Sekunde spielst du nicht mehr. Warum drückst du dann, du verlierst das Renndach dann eh, warum drückst du dann nicht nur ein paar Mal auf A, damit du nicht disconnected wirst? Nein, ich fahre das Rennen und wenn das Rennen dann durch ist, ne, dann sehe ich zu. Ja, musst du den, ganz schnell. Musst du warten, bis das Rennen durch ist und dann wischst du dir erst den Arsch ab. Ja, mach ich doch auch! Ja. Trotzdem weiß dann jeder, dass du es genau jetzt machst. Ist aber klar. Weil danach bist du wieder da. Sonst wissen die Leute, dass du genau in dem Moment kacken bist. Ja, wissen sie auch. Aber tatsächlich jetzt mal ganz ehrlich. Ach, lass mich doch in Ruhe. Ich wollte dazu nur noch was beitragen. Das YouTube-Dingens habe ich tatsächlich sehr oft benutzt, gerade wo ich bei meinem Vater und sowas zu Besuch war. Ich hatte nur die Wii U mit, dann habe ich das auch mal im Fernsehen angeschlossen und habe das Geld. Sie hatten kein Handtelefon bei sich? Ja, aber das Handtelefon ist ja so klein. Das Wii U Gamepad ist so groß. Ja, größer als mein Handtelefon. Aber das ist nur 480p. Ja. Und dein Handtelefon hatte auf jeden Fall eine bessere Qualität, da bin ich mir sicher. Das stimmt, aber ist mir egal. Ich guck auch andere Sachen immer an 480p. So Wrestling. Vor allen Dingen, allein die Vorstellung, ne? Mit dem Wii U Gamepad. So, ich stell mir das jetzt vor. Du gibst auf YouTube, was wahrscheinlich. Geguckt.
was wahrscheinlich unfassbar langsam ist. Also im Fernseher geschaut. Ich hab's auch im Fernseher geschaut. Halt doch die Klappe, dann will ich's nicht wissen. Nein, das interessiert mich nicht. Dann hättest du es auch mit jeder anderen Konsole machen können. Das bedeutet also nicht, dass es irgendein Feature der Wii U ist. Der PS3 gehabt. Und auf der PS3 ist YouTube schauen noch grausamer. Ja, das ist aber kein Feature der Wii U. Also das kann jede Konsole. Von und daher will ich das nicht, nee. Und ich finde an der Wii U gut, dass du tatsächlich, du hast halt so viele Möglichkeiten damit, ne? Hab ich? Ja, wenn du jetzt zum Beispiel so Spiele wie Nintendo Land siehst, ne? Ja. Einfach die verschiedenen Möglichkeiten mit dem Gamepad zu agieren und auf verschiedene Spielmöglichkeiten und verschiedene Sachen zu bekommen, zu machen. Wie zum Beispiel, der eine versteckt sich. Das ist das gleiche, was der 3DS halt auch kann. Ja, aber Nein. Du kannst ja nicht. Du hast Nintendo Land nie gespielt, richtig, oder? Nintendo Land ist super. Zum Beispiel zum. Ja. Das könntest du was auf dem 3DS nicht? Weil du da mehrere Personen für brauchst. Zum Beispiel dieses Luigi Mansion. So ein Multiplayer. Zum Beispiel dieses Luigi's Mansion Ding. Wo einer ein Geist ist auf dem Gamepad und die anderen drei müssen nicht suchen, zum Beispiel. Das sind so. Es gibt. Nur weil sie es nicht genutzt haben, heißt das nicht, dass das Feature nicht gut war. Es hätte funktionieren können. Und es war ein gutes Feature und das werde ich auch vermissen. Ich mochte die Idee. Es war okay. Also mit Nintendo Land, wo ich es mal im Multiplayer gespielt habe, hatte ich den Spaß meines Lebens. Ja, Spaß kann so definitiv. Machen. Also, muss ich auch so sagen. Wurde nur halt leider so wenig genutzt, dass ich es eigentlich der Wii U jetzt auch nicht wirklich zuschreiben möchte. Ist halt auch die Frage, ob es nicht einfach dann, inwiefern das dann nicht langsam alt wird und dann es nur zu der Situation kommt, wo man sagt, oh hey, wir spielen auf dem Fernseher, du darfst auf dem kleinen 480p-Bildschirm spielen, viel Spaß damit. Nein, das hatte schon seinen Sinn. Das hatte schon wirklich seinen Sinn. Ich dass weiß, man aber den trotzdem nicht sehen konnte und so. Das war schon ganz gut, aber. Und auch diese kleinen. Naja, gut, dann können wir ja sagen, gut an der Wii U war, dass sie ihr Hauptfeature nicht haben alt werden lassen. Denn sie haben es nur einmal benutzt und so nutzte sich das auf keinen Fall ab. Bei Star Wars Zero haben sie es nochmal versucht. Das hat gut geklappt. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Ja, da waren aber noch kleinere Fehler, wie dass der Sound zum Beispiel nur übers Gamepad kommt. Ja, und der große Fehler, dass man dass die Fernsehansicht nutzlos ist, wenn du nicht in der Ego-Perspektive bist. Damit andere Leute, die auf dem Fernseher sitzen, dann ein Spektakel. Schreckliche. Wie auch immer, reden wir nicht darüber. Wisst ihr, das Problem an der Wii U ist, an sich mochte ich die Wii U die ganze Zeit über, aber je mehr ich drüber nachdenke, ist echt, das ist eine Scheiß-Konsole. Ist halt wenig so. Es gibt halt echt nichts. Also reden wir jetzt doch schon darüber, wie scheiße die ist. Nein, tun wir nicht. Ich möchte nur erläutern, warum wir so negativ sind, obwohl wir es Positives sagen müssen. Es gibt nicht viel Positives. Sie hat ganz nette Spiele. Kann man ihr lassen. Ich war doch sehr positiv. Das Wii-Feature ist super. Aber das andere ist halt echt, oh, ist so schrecklich. Die Wii U hatte gute Spiele. Mario Kart 8, Zelda für Wind Waker. Ja, Wind Waker war. Splatoon. Es gab viele Ports. Splatoon. Da wurde das heute nicht gespielt. Also Splatoon war zum Beispiel auch das Gamepad sehr gut eingesetzt von der Steuerung her, finde ich jetzt persönlich. Ich mochte diese Motion-Steuerung. Die war cool. Ja gut, die Motion-Steuerung, die kriegst du aber theoretisch auch auf der PS4, auch auf dem 3DS, aber Wii. Es nutzt es ganz gut, aber ja. War okay. Ja. Jetzt sei doch nicht so negativ, wir sollen nicht positiv. Ja, aber das gibt's doch auch überall. Das ist, weiß ich nicht. Ich suche gerade nach Möglichkeiten, die Wii U einzigartig erscheinen zu lassen. Ich suche auch gerade danach. Ich wollte das Argument bringen, gute Spiele, aber das stimmt halt nicht. GameCube und Wii waren halt überlegen. Pass auf, okay. Auf jeden Fall. Okay. Ihr wolltet positive, alles klar. Die Wii U hat uns wertschätzen lassen, die anderen Konsolen. Nein. So, das ist, was ich einzigartig mache. Die anderen Konsolen lassen mich mein PC wertschätzen. Ja gut, okay. Aber es ist halt so ein Teufelskreis, verstehst du? Die Wii U lässt sich die Konsolen, lässt die besser dastehen, dadurch lässt die Konsolen wieder dein PC besser dastehen, verstehst du? Das ist alles. Ich verstehe schon, dass die hässliche Konsole im Schrank, neben der alle anderen besser dastehen. Genau. Also, an sich ist ja alles andere auch nicht so schön, aber wenn ich jetzt neben der Wii U betrachte, dann finde ich das schon wesentlich erträglicher. Richtig, und dann sieht dein PC auch gleich wieder nochmal doppelt so besser aus. Weil die Konsolen besser. Ach, leck mich doch am Arsch. Ich möchte mich aber an dieser Stelle einmal bei der Wii U dafür bedanken, dass sie mich auf die grandiose Idee gebracht hat, meinen Kanal umzubenennen und einen Teil der Wii U mit reinzupacken. Dankeschön, Wii U. Dankeschön. Oh Gott, nein. Der Wollo U ist großer Fan von der Wii U. Ist halt Wollo. Dachte sich, Alter, finde ich so gut. Ist halt Wollo. Fand ich halt auch damals richtig gut. Ich habe gedacht, das wird super. Das ist halt das Wollo-Tainment. Directly
To you. To you. Mhm. Ah, besser wäre es nur, wenn er sich Volo Gamecube nennen würde. Ne, das auf die auf der Aber ich glaube, die Sache ist, am Ende des Tages, in 2-3 Jahren, wirst du mehr Gamecube-Spiele mögen als Wii U-Spiele. Meinst du? Ja. Moment, ich habe eine gute Sache in der Wii U gefunden. Eine Sache, die für uns alle irrelevant ist, aber das ist eine Sache, das muss man der Wii U lassen, okay, den Spielen. Viele Spiele haben, es bringt auch einen Nachteil mit sich. Der Nachteil ist, kein Online-Multiplayer hat die meisten Sachen, aber die gute Sache ist, sie haben einen verdammt guten Lokal-Multiplayer allesamt, die Spiele. Weil sie insgesamt einen haben, der auch wirklich funktioniert. Ich meine, das ist eine gute Sache. Das bekommt man sonst bei den meisten anderen Spielen nicht mehr. Weil sie generell schon bei PS4 und Xbox One die Konsole stirbt, wenn sie auch nur 30 FPS darstellen muss. Und dann noch ein zweites Bild, dann bekommen die nicht hin. Oh, aber bei der Wii U haben sie nicht mehr gegeben. Was, oh Junge, für viele Leute war es bestimmt eine gute Sache, dass sie sich gesagt haben, oh Mann, 3D-Welt im Multiplayer, das macht Spaß, das ist überhaupt nicht nervig und irritierend. Oh je. Weil was eine Gruppe ist, in der ich mich nicht wiederfinde. Ich habe es Multiplayer gespielt. Ich dachte mir, oh Mann, das macht keinen Spaß und ist unglaublich irritierend. Oh Junge. Yay. Ja, das macht auch keinen Koop. Spaß. Lokal. Yay. Nee. Was gibt's denn daran zu meckern? Nee. Ich will online spielen, ich will keine Person bei mir drin haben. Naja, das ist schon ein Feature, das nett ist. Klar. Das gibt es. Gerade für. Ich sag mal. Nintendo sind die Einzigen, die sowas machen. Ich sag mal, das ist jetzt eher was für Jüngere, ne? Würde ich jetzt so. Einfach mal so in den Raum werfen. Und Leute mit Freunden. Das sind ja meist Jüngere. Das stimmt. Ja, im Alter verliert man ja seine Wobei Freunde. Man da natürlich auch wieder zum Nachteil kommt, dass die Wii U fucking teuer ist. Und die Controller unbezahlbar sind fast. Ah, da haben wir noch ein gutes Feature bei den Controllern. Man kann auch die Remotes und sowas verwenden von der Wii, die Controller. Also muss man theoretisch nicht komplett alles neu kaufen, wenn man davor eine Wii hatte. Nee, man musste, glaube ich, musste man nicht das Stromkabel noch extra kaufen für die Wii U? Nein. Das war der 3DS XL. Ach ja, stimmt. Fotzen. Dass man das Stromkabel für die Wii U kaufen musste. Also mit 3DS könnte ich viel Gutes sagen. Stimmt, wie dumm wäre das denn? Herzlichen Glückwunsch, die haben sie ihre Konsole, aber sie brauchen noch ein Stromkabel, um die anzuschließen. Bei der Wii U war damals, ich erinnere mich noch, als sie kurz bevor sie rauskam, das war... Da hat die doch keine Sensorleiste gehabt, oder? Da musst du, fang damit bitte nicht an, wenn wir dich unterbrechen, Kriki. Das war anfangs eine Sache, als im YouTube-Bereich alle... Der Szene der Leute, für die Wii U interessant ist, begeistert waren und dann so Dinge gesagt haben wie: Boah, Wii U ist eine gute Konsole. Ist die erste Konsole, bei der ein HDMI-Kabel beiliegt. Und das fand ich im Nachhinein relativ lustig. Das ist aber auch eine gute Sache. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal beschweren. PS3 zum Release 660 Euro, kein HDMI-Kabel dabei. Alter, wir haben bei der PS3 3 Jahre gebraucht oder so, bis wir überhaupt verstanden haben, dass ein HDMI-Kabel besser wäre als SCART. Das war uns nicht bewusst, da war ja auch keins dabei. Und dann hatte mein Kumpel eins und wir dachten uns, oh mein Gott. Auf einmal ergibt alles Sinn. Der Unterschied ist schon groß. Ich weiß halt noch, wie wir das Ding halt zu Hause hatten. Ich hatte ein HDMI-Kabel dazu gekauft, war aber kaputt. Riesenskandal. Und dann haben wir es per SCART-Kabel dran geschlossen. Und ich fand einfach, dass das Bild noch schlechter war als bei der PS2. Das war der Wahnsinn, das Bild war so schlecht. Boah, war ich unzufrieden. Ja, ich erinnere mich auch, ich habe damals Uncharted 1 auch über SCART auf der PS3 gespielt. War nicht schön. Sofort. Aber das ist generell, Uncharted 1 war auch generell kein schönes Spiel. Oh. Also, hat sich nicht viel genommen. Teil 1 ist nicht gut, erzähl mir nichts. Aber der beste Teil war, glaube ich, Teil 2. Das kann gut sein, aber Teil 1 ist scheiße. Ja. Teil 1 ist der einzige, den ich durchgespielt habe. Die anderen beiden nur angespielt. Ich weiß aber nicht, wie das passieren konnte. Nicht so pralle. So, gute Dinge an der Wii U. Gute Dinge an der Wii U. Wenn man über sie redet, kann man gut abschweifen und über andere Konsolen reden, die scheiße waren. Man kann sie als Türstopper benutzen. Natürlich kann man der Wii U auch zugute halten, dass sie im Vergleich zur PS3 nicht so einen seltsamen, kryptischen Hardware-Aufbau hat, was bedeutet... Das Portieren auf die Wii U war, glaube ich, nicht allzu schwer. Also, die Ports, die es gab, waren auch scheiße. Ich glaube, Assassin's Creed 3 damals, als es noch Ports gab, das war unglaublich rucklig und Watch Dogs. Also, nee, kann ich auch nicht sagen. Zum Release gab es ein paar Ports tatsächlich, danach war Schluss. Ich weiß. Und wenn ich so drüber nachdenke, von der allgemeinen Rezension, die es dazu gab, waren die, glaube ich, auch nicht so gut.
Nö. Aber Zombie U war cool. Hat doch keiner gekauft. Für 5 Minuten. Zombie U war nicht cool. Für 5 Minuten. Ist nie gespielt, aber das soll nicht gut sein. So, gut. Aber gut. Ja, meine Frau, das Positive an der Wii U ist... Wir haben es versucht, Leute, wir haben es versucht. Das Positive an der Wii U ist, dass es jetzt geht. Spiele sind... Es gibt nette Spiele. Ich bin zwar immer noch der Meinung, dass Spieleauswahl insgesamt schlechter als bei Wii und GameCube sind, aber es ist die Sache. Spiele, wenn ihr die mögt, haben wir kein Problem mit. Wir sagen nicht, dass alle Spiele scheiße ist. Nur die Konsole an sich hat einfach nicht wirklich... sonderlich viel gut gemacht. Oh Mann. Oh, und die schlechten Dinge. Ich hab eine große Liste in meinem Kopf, was ich als schlecht finde. Freut euch auf die nächste. Aber erst in der nächsten Folge. Nächste Folge. Cliffhanger. Tschüss. Dich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gute Nacht. With the Mario Brothers and Plumbing's a game. We're not like the others who get all the fame. If you think it's in trouble, you can call us on the double. We're faster than the others, you'll be hooked on the brothers.